Los geht's. Vielleicht kann der Mike einfach mal hinterherkommen. Super. Und wir können einmal vielleicht das Licht runter machen, damit unsere totale Kamera nachher auch gleich was sehen kann, damit ihr so ein bisschen die Bühne seht. Ja? Also ich glaube, das Licht müssten wir einmal runter machen. Ja, genau. Super. Genau. Mike, du folgst mir einfach unauffällig. Genau, einmal. Achtung. Perfekt, danke Martin. So. So, ich bin schon ganz gespannt. Falls euch übrigens wundert. Ich habe vorhin schon in der Pause gesagt, früher haben wir vom... Dann lass doch den Platz für den Martin, oder? Dann setzen wir uns hier rein, weil falls er dazukommt, dann ist es für unsere Kamera heute ein bisschen einfacher und sieht nicht so leer aus. Genau. Gut, meine Kamera mache ich jetzt einmal aus. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, früher haben wir vor dem TV gesessen und haben miteinander PlayStation gespielt und Videospiele. Und jetzt gucken wir uns hier gemeinsam Videoschnitt und Videobearbeitung an. So entwickelt man sich, ne? Total. Ja, sehr gut. Gut. Franzi, du hast schon ein kleines bisschen... Ja, ich habe schon ein kleines bisschen gemacht, um einen kleinen bisschen Einblick zu geben. Vielleicht erkläre ich das nochmal ganz schnell. Ja. Ich arbeite hier ganz gerne mit DaVinci Resolve. Vorrangig aus dem Grund, weil man hier die Farben super anpassen kann und es geht für mich zumindest flüssiger als in Ich glaube, das ist ja auch inzwischen Common Sense. Das macht eigentlich fast jeder, der professionell damit arbeitet. Das geht immer auch in allen anderen Softwaren, aber DaVinci eignet sich dafür einfach richtig gut. Kann man ja auch einfach mal sagen. Ne? Ja. Genau. Okay. Ich muss auch dazu sagen, dass ich grundsätzlich vom Schnitt selbst her Premiere eigentlich angenehmer finde. Mhm. Aber dadurch, dass ich den Wechsel zwischen Premiere und DaVinci immer ein bisschen anstrengend finde, habe ich mich einfach mit DaVinci abgefunden, sage ich jetzt mal. Okay, also jede Software hat so ihre Vorzüge. Jedes, genau, auf jeden Fall. Aber man verwendet dann immer das richtige Werkzeug. Genau. Ist wie bei Kameras und Objektiven übrigens auch, ne? Muss man vielleicht auch mal darstellen. Jedes Objektiv hat seine Stärke. Absolut. Und man wendet immer das, was den Job am besten macht oder was es am einfachsten macht. Ganz genau. Ja, und mir sind halt einfach die Farben bei den Videos super wichtig und deswegen mache ich das halt eben ganz gerne mit DaVinci Resolve. Genau. Vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz. Ich habe meine Daten, die ich vorhin produziert habe, hier in meinen Aufnahmeordner reingeladen, habe das auch sortiert zwischen Kamera 1, das war meine Hauptkamera, meine mobile Kamera. Das war die Kamera, die du auf dem Gimbal hattest? Genau. Okay. Und dann gibt es noch die Kamera 2, die jetzt noch so am Rande seitlich mitgelaufen ist, wo ich auch sicher die meiste Zeit mit drin war. Also wird vermutlich jetzt nicht in allen Fällen brauchbar sein. Die hast du einfach eingeschaltet und mitlaufen lassen, damit du eine Option hast, mal einen anderen Blickwinkel dazu zu machen. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz erklärt. Einfach sehen. Wie viele Daten waren es jetzt ungefähr? Also von Kamera 2 waren es tatsächlich 90 GB, also echt ganz schön viel. Ja, da wird eine Menge produziert, ne? Bei 100 Frames pro Sekunde. Auf jeden Fall. Sind wir bei einer ziemlich hohen Datenrate, 280 Megabit die Sekunde. Das kann man sich hochrechnen, also durch 8 mal 60 mal 60, dann weiß man ungefähr, was pro Stunde. Hör auf mit Mathe, komm, wir machen weiter mit Bildern. Tut mir leid. Genau, auf jeden Fall, das war halt auch die Kamera, die jetzt ständig durchlief. Also da hatten wir gar keinen Cut drin, deswegen waren das auch ein bisschen mehr Daten. Bei der Kamera 1, wo ich gefilmt habe, waren es so knapp 50 GB. Also mal 130 GB so nebenbei gemacht, ne? 130, okay. Und die hast du jetzt quasi dann in deine Software geladen? Genau, genau. Die kann man einfach markieren und dann schwupps sie einfach reinziehen. Ja. Habe ich hier schon gemacht, deswegen mache ich es nicht nochmal. Okay. Genau, und dann würde man halt dazu übergehen, dass man einfach eine Vorauswahl macht. DaVinci hat hier unterschiedliche Fenster dafür. Das hier ist das Cut-Fenster. Das macht man dann für die Auswahl. Und es gibt auch eine Timeline, die ist hier unten zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das im Stream gut erkennt, aber hier unten ist auf jeden Fall die Timeline. Und hier hat man sozusagen ein Vorschaubild. Einerseits kann man hier das Vorschaubild sehen von der Timeline selbst. Ne? Wenn man hier einfach so durchscrollt, dann sieht man schon, oh, schöne Bewegungen. Ja. Und andererseits kann man aber natürlich auch, wenn man einen Clip selbst anguckt und schauen will, oh, sind da noch gute Szenen dabei, dann klickt man den an, geht hier auf das erste Fenster oben und dann kann man hier auch nochmal entlang fahren und gucken, ah, das sieht ganz schön aus. Vielleicht ganz kurz, weil da habe ich eine Frage. Ich glaube, das ist für alle, die noch nicht so gut sich auskennen, eine wichtige Geschichte. Du gehst also hin und musst jedes einzelne Video nochmal von vorne bis hinten gucken und dir markieren, was du gut findest. Auf ne? jeden Fall, also, genau. Ne? Nur damit das vielleicht ein bisschen klar genau. wird. Das, nicht wundern, wir gehen jetzt hier, weil wir natürlich nicht den kompletten Schnitt zeigen können. Ne? Das würde ja viel zu lange dauern. Ja. Machen wir das halt nur sporadisch mit einzelnen Clips. Aber normalerweise würde ich tatsächlich hier beim ersten Clip anfangen, ganz vorne ablaufen lassen. Martin klatscht noch. Okay, das war sogar noch ein Clip, wo unsere Grete noch warm angezogen ist. Das war noch ein Testshot. Dann gehen wir lieber zu einem hin, wo dann wirklich gestartet wurde. Und dann können wir halt wirklich von vorne anfangen, In- und Out-Points setzen mit I und O. Und dann sagen, ja, das sieht gut aus bis hierhin und das möchte ich haben. Und dann greife ich das an
und kann es runter in meine Timeline ziehen. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen wie bei der Bildauswahl. Du vergibst Sterne bzw. einen In- und Out-Punkt und sagst, genau, das ist ein Clip, der gefällt mir gut. Ja, korrekt. Genau, und das habe ich jetzt gerade, während Martin fotografiert hat, schon ein kleines bisschen gemacht, zumindest um euch zu zeigen, was man sonst noch alles machen kann, ne? Weil wir werden jetzt sicher nicht die ganze Auswahl von den Clips, die wir jetzt produziert haben, machen. Das würde viel zu lange dauern. Genau, auf jeden Fall, wenn man mit der Auswahl durch ist, dann geht man hier in den nächsten Tab, das ist der Edit-Tab. Und hier kann man dann nochmal ein bisschen rumspielen, die Clips aneinander rein, ein bisschen kürzen. Hier passiert dann eigentlich, sag ich mal, die ganze Schnitt-Action. Die Magic, genau. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und ganz kurz, hast du die schon gesynkt, was den Ton anging? Nee, das habe ich jetzt komplett außen vor gelassen. Okay. Normalerweise würde ich das auf jeden Fall so machen. Also ich würde auf jeden Fall zuerst mal zumindest die längeren Clips nach Ton synchronisieren. Mache ich hier nicht, weil wir den fehlt. Ton halt dann... Okay, also jetzt müsst ihr euch jetzt als Zwischenschritt denken und bitte wundert euch auch nicht, warum ich immer so komische Zwischenfragen stelle, aber ich weiß einfach, dass ganz viele von unseren Zuschauern eben auch aus dem Fotobereich kommen und für die Video ein neues Thema ist. Also ich stelle die Fragen, damit es für alle interessant bleibt. Sorry dafür. War tatsächlich auch eine Frage vorhin, die kam, ne? Wie man später die Originalmusik mit den Clips synkt. Also da wäre jetzt ich auch nochmal reingesprungen. Okay, sehr gut. Und das wird tatsächlich einfach mit dem Ton von der Kamera, mit dem Ton des Originalclips gematcht. Ne? Also das kann die Software von sich aus schon ziemlich gut, dass sie erkennt, wann ist eine Spitze, wann ist wieder Ruhe und dann passt sie das genau aufeinander an. Genau. Was für dich dann natürlich die Herausforderung ist, den entsprechenden Moment aus den verschiedenen Abläufen wieder zu treffen. Ne? Also sie hat sich ja immer verschieden bewegt und dann aber das... Vielleicht einmal eine Sequenz ein bisschen schneller bewegt oder schneller gedreht, bei einer anderen einen Hauch langsamer. Das ist dann so ein bisschen die Herausforderung, dass man dann smoothe Übergänge findet. Genau, und ich habe das zumindest bei den ersten Clips auch schon versucht, ein bisschen darzustellen, wenn ich nochmal nach vorne gehe. Magst du es einmal abspielen, dass wir schon ein bisschen was sehen können? Gerne. Warte, dann mache ich auch gleich Fullscreen, mal groß. Ja. Genau, Fullscreen und jetzt bitte auf den Monitor für unsere Zuschauer, damit man so ein bisschen sehen kann, was du auch gemacht hast. Genau. Das ist jetzt nur ein kleiner Einblick, wie gesagt. Mhm. Da hast du gestartet mit der Übersicht. Ja. Dann so. Und jetzt sehen wir auch, dass das Bild nicht mehr so dunkel ist wie vorhin auf dem iPad in der Übertragung. Das heißt, wir haben Details in den dunklen Bereichen doch sichtbar. Es ist aber insgesamt ganz klar der Spot auf die Person gerichtet und damit geht der Blick auch ganz einfach dahin. Ne? Genau. Ja, sehr gut. Ja, aber schon ein richtig guter Teaser, ne? Dankeschön, ja. Vielleicht, wenn ich vorhin die Farben schon angesprochen habe, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Farben sind wichtig, ne? Ist ja mit unser wichtiges Element zum Bilder machen und zum Gestalten. Genau. Das passiert nämlich hier in DaVinci in diesem vierten Tab, der hier, oder fünfter ist es eigentlich, fällt mir gerade auf. Ja. Genau, hier sind dann die einzelnen Clips, die ich in meiner Timeline habe, ne? Das war der erste Clip. Und dann gibt es hier in DaVinci ein sogenanntes Node-System. Das heißt, das ist ein einzelner Node und da kommen dann andere Nodes hinten dran. Alles, was danach kommt, beeinflusst sozusagen das Bild, das am Ende rauskommt. Ganz kurz, das kann man sich so ein bisschen vorstellen für diejenigen, die aus dem Fotobereich kommen, wie Ebenen. Ne? Die liegen ja auch übereinander und die letzte Ebene ist die, die alle unten drunter beeinflusst. Ja. Das heißt, der letzte Punkt hier ist der, der quasi für alle Sachen gilt. Genau. Korrekt. Und ich mache es immer ganz gerne, dass ich verschiedene Sachen auf verschiedenen Nodes aufteile. Also ich starte grundsätzlich mal mit einer Helligkeit. Vielleicht habe ich irgendwo doch mal ein bisschen zu hell gefilmt oder zu dunkel. Dann mache ich eine Grundeinstellung. Wie man sieht, bei dem Clip habe ich tatsächlich ein bisschen zu dunkel angefangen. Deswegen habe ich meine Kurve ein bisschen höher gezogen, wie man hier erkennt. Okay, magst du einmal die Kurve nochmal runterziehen und wieder hochziehen, dass man mal sieht? Also erstmal, das war das Bild. So war das. Und dann hast du gesagt, das ist mir ein bisschen zu dunkel. Ja. Ziehst es ein bisschen hoch. Greife ich an und ziehe es ein bisschen hoch. Und dann wird der komplette Clip quasi ein bisschen heller. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den wir vorhin schon mal gesagt haben. Wenn man mit einer Einstellung durchfilmt und die Kamera immer die gleiche Helligkeit hat, dann kann man das problemlos machen. Ja. Hätte die Kamera die Helligkeit jetzt angepasst, dann wären da Sprünge drin, die man nicht gebrauchen kann. Ja, ne? Und das wieder auszubessern im Schnitt ist echt super mühsam. Katastrophe. Ja, das heißt absolute halt Katastrophe. Das heißt einfach wahnsinnig viel Arbeit. Ja, definitiv. Okay. Genau.
Genau, also ich starte mit einer Grundhelligkeit, um die anzupassen, lege danach einen Kontrast nochmal drauf. Das sieht hier bei mir jetzt ein bisschen lustig aus dem Grund, weil wir hier sehr starke Kontraste ohnehin schon drin hatten. Ich habe die Lichter ein kleines bisschen runtergezogen, weil es sonst auf der Haut schon ein bisschen wegbrennen würde. Gleichzeitig die mittleren Töne wieder ein bisschen erhellt. Das ist dann ungefähr der Bereich, wo man hinten den Vorhang noch erkennt. In dem Rauch, ne? Genau, in dem Rauch herum. Das sind dann ungefähr die mittleren Töne. Die wollte ich noch ein bisschen heller haben, habt ihr deswegen hochgezogen. Ich kann sie mal bewegen, ne? Also man sieht das dann auch. Aber man sieht es wunderbar auf dem, guck mal bitte auf den Boden von dem Holz. Ja, genau, wenn man es dunkel sieht, ist es zu matschig. Und hier habe ich dann auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Kontrast und auch mehr Details. Ja, und was man jetzt auch gut gesehen hat, als du die Lichter angepasst hast, beziehungsweise die Mitteltöne, dass das Grundmaterial halt super viel Information hat. Ja. Wenn man jetzt mit wenig Bitrate aufgenommen hätte, vielleicht nur mit 60 oder mit 100, dann hätte man das gar nicht wieder zurückholen können und die Zeichnung unten im Boden gar nicht zurückholen können. Absolut. Auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt mit möglichst hoher Datenrate aufnimmt. Da ist dann also Kamera wichtig, Speicherkarte wichtig und im Endeffekt dann das Geheimnis. Und das ist dieses 422 10-Bit, ne? Das ist das, was dahinter steckt, dass man einfach diese hohe Informationsdichte hat, auch in den hellen und dunklen Bereichen. Gibt's unterbrochen bei der unteren Kurve im Dunklen, die hast du dann wieder ein bisschen runtergezogen. Ne? Genau, beziehungsweise die ist ungefähr in der Geraden geblieben. Okay, also ich wollte die Tiefen tatsächlich auch schön tief haben und aus dem Grund, weil ich es halt gemeinsam mit dem Rauch ein bisschen mystischer gestalten wollte, die Szenerie. Und deswegen wollte ich auch gar nicht die Tiefen allzu sehr aufhellen. Also man kann es natürlich machen, ich kann es dir mal kurz zeigen, was es dann für einen Effekt hätte, so. Aber es würde die Stimmung total... Und dann geht dieser Effekt mit dem Lichtkegel so ein bisschen vor. Ja, absolut. Das will man nicht haben. Und das finde ich hier einfach viel, viel treffender. Genau. Und dann nach dem Kontrast lege ich einen Look drauf. Ich mache das nochmal aus. Ich habe hier nämlich schon was draufgelegt. Wenn man das ausmachen würde, das wäre quasi einfach nur das Material, nur mit Helligkeit und Kontrast angepasst. Ja, ich habe noch ein paar, waren wir schon durch? Also ich würde jetzt sagen, lass uns doch den Look machen. Erst Fragen und dann machen wir Look, weil Look ist ja super. Klar, gerne. Ja. Okay, genau. Ich habe nämlich hier noch ein paar Fragen. Frage zu Farben und Farbkalibrierung. Videos werden auf PC-Monitoren, Laptop-Monitoren, Handy oder TVs wiedergegeben. Die meisten Geräte haben aber keine Farbkalibrierung und sind daher signifikant unterschiedlich in der Farbwiedergabe. Ja. Wie findet man als Videoeditor den sinnvollen Weg für den Farbgrundabgleich? Also schon super spannende und sehr, sehr weitgreifende Frage, die auch sehr schwierig zu beantworten ist, würde ich mal sagen. Weil das ist halt immer das Grundproblem, ne? Weil jeder hat ein anderes Handy, bei jedem sieht es anders aus. Ich würde sagen, das Beste ist halt, dass man irgendwie ein Mittelding findet und man vielleicht auch, also auf jeden Fall mal seinen eigenen Rechner auch kalibriert und weiß, okay, das, was ich hier sehe, ist grundsätzlich schon mal ganz gut. Und dann aber vielleicht trotzdem noch zusätzlich abgleicht mit seinen anderen Endgeräten, die man so hat, also sein eigenes Handy, vielleicht hat man auch noch ein Tablet oder sowas und dann da vielleicht auch nochmal gegencheckt, okay, wie wirkt es denn bei anderen Endgeräten eigentlich tatsächlich? Also, wie beim Fotografieren auch, Grundlage ist farbkalibrierter Monitor, damit ich einfach schon mal eine gute Basis habe und dann einfach ein bisschen Kontrolle und ein bisschen eigener Geschmack, weil es gibt ja auch unterschiedliche unterschiedliche Wünsche, was man da hat. Ne? Und man weiß natürlich auch vorher, wenn ihr jetzt eine Produktion annehmt, wie soll das ausgegeben werden. Ne? Also da steht ja auch immer Angebot drin, was soll der Grund sein, wo soll es aus? Soll es auf Insta ausgegeben werden? Soll es im Kino laufen? Soll es eine hochwertige Produktion für Blu-ray sein? Und daran wisst ihr halt genau, was für einen Farbraum können wir nutzen und wie wird es denn ausgespielt. Ne? Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will eine Netflix-Produktion machen, dann weiß man ganz genau, ich kann zum Beispiel den hohen Farbraum nehmen mit ganz vielen Farben. Da sind natürlich auch die Anforderungen dann eher da. Ja, da, wie zum Beispiel eine FX6, aber erfüllbar. Ne? Die ist Netflix zertifiziert. Und dann weiß man genau, ich kann den hohen Farbraum nehmen und arbeite mit einem farbkalibrierten Monitor. Und dann kriege ich am Endeffekt aber auf dem aktuellen TV-Gerät, was auch HDR und 10-Bit kann, die optimale Wiedergabe. Und wenn ich nicht genau weiß, als Anwender, wozu ich es nutzen möchte, dann ist man immer ziemlich sicher, wenn man sagt, ich nehme den Grundfarbraum, den alle TVs beherrschen, den alle Handys beherrschen und alle Wiedergabegeräte beherrschen, das ist dann 709 Farbraum oder 709, REC 709. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Das heißt, natürlich ist so dieser Color Workflow eine ganz wichtige
Ja, ich glaube, wir verlieren gerade ein paar Leute, weil das ist jetzt super nerdy, was wir gerade machen. Das also ich stimmt, meine das gar nicht sein, böse. Ja. Es ist auch total wichtig, dass wir darüber sprechen, aber ich glaube, wir sind gerade ganz, ganz weit weg von dem, was viele Leute machen. Ich glaube wirklich, kalibrierter Monitor und Co. ist super und in der Ausgabe. Deswegen einfach, 709. Das ist das. Genau, der Ausgabe, ja, das ist die sicherste stellen, Nummer. Dann ist man auf der sicheren Seite. Ja. Genau. Wie machst du das mit dem angesprochenen Slow Motion, mit dem Ton, weil da ja der Ton ein bisschen asynchron ist oder nicht mehr synchron läuft? Ja. Genau, wir haben es vorhin ja auch schon mal ganz kurz angesprochen. Also ich würde dann nicht den Ton nehmen von dem Original, sondern ich würde einfach die Tonspur selbst, die wir halt auch abspielen, hier in das Projekt mit reinziehen. Ja, das wäre dann hier im Edit-Tab, wäre hier bei Audio, würde ich hier die Tonspur einziehen. Nun ist es natürlich ganz gut die Frage, wenn ich jetzt Slow-Mo mache, dann braucht es natürlich viel mehr Zeit, um die Sequenz abspielen zu können, als der Ton eigentlich wäre. Aber dann muss man sich vielleicht die Stellen ein bisschen rauspicken, würde ich sagen. Also hier bei dem zweiten Clip hatten wir eine Sequenz, wo sie sich super oft dreht. Das macht sie ein paar Mal hintereinander. Vielleicht ist es nicht schlimm, wenn ein, zwei Dreher fehlen. Und man es danach wieder mit einsteigt. Also man muss ein bisschen kombinieren. Ja, das ist dann der das Blick war dann und der genau künstliche... die richtige Frage. Genau. Statt viermal drehen, zeigst du, oder statt fünfmal drehen, zeigst du nur einmal drehen oder zweimal drehen und das dann eben schön ganz verlangsamt, kommst dann auf dieselbe Zeitspanne und hast dann aber trotzdem denselben Effekt. Da muss man so ein bisschen knifflig denken. Oder so Posen, die halt nur kurz gehalten werden können, weil sie sehr schwer sind, könnte man dann in einer Slow Motion an dem Moment kurz einblenden und dann in der nächsten Szene weitermachen. Ja. Kommt es wirklich auf das Geschick an von dem Cutter und von demjenigen, der das sieht. Und dann ist es natürlich auch ideal, wenn man selber auch dabei gewesen ist und das auch selbst gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Und grundsätzlich ist dann auch nochmal die Frage, also es funktioniert jetzt natürlich nicht bei allen Projekten, sage ich mal, dass sich Leute jetzt fünfmal drehen und dann kann ich drei davon wegschneiden. Aber man muss halt so ein bisschen abwägen, okay, finde ich das hier beispielsweise schöner oder finde ich es schöner danach, wenn sie wieder landet? Will ich das unbedingt zeigen? Muss ich das unbedingt zeigen? Oder kann ich das vielleicht weglassen und dann lieber woanders einsteigen? Und dann einfach diesen Part rausnehmen und dann auf dem nächsten Schnitt weitermachen. Okay. Ich würde vorschlagen, zeig uns mal den Look, weil das ist ja was glaube ich, super viele Leute interessiert, weil Helligkeitsanpassung, Kontrastanpassung kann sich jeder der Bildbearbeitung macht vorstellen, aber Look ist ein bisschen was anderes. Genau. Also wie gesagt, so sieht es ohne Look aus und so ist mit Look. Ich habe da jetzt Folgendes eingestellt. Und zwar habe ich hier bei meiner Gradationskurve die einzelnen Kanäle angesteuert. Ich habe zuerst, eigentlich habe ich zuerst mit dem Blaukanal gestartet, weil es oftmals ein bisschen cinematisch aussieht, wenn man in den Tiefen ein bisschen mehr Blau drinnen hat. Mhm. Genau, das gefällt mir auch ganz gut, vor allem hier in dieser Nudelsituation. Im Schatten ein bisschen Blau, ne? Genau, in den Schatten ein bisschen Blau. Genau, das heißt, ich habe hier diesen Regler hochgezogen. Man sieht das auch ganz schön, wenn ich nochmal runtergehe. Sieht so aus und wenn ich dann höher regle, ist es gleich ein bisschen mystischer. Kannst du es mal ein bisschen extremer machen, weil ich weiß nicht, wie gut es im Stream sichtbar ist. Deswegen also das wäre ganz unten, Tiefe kann ich jetzt gerade nicht, aber wenn ich es nochmal deutlich höher regle, das wäre so jetzt schon mal sehr extrem. Genau, ich weiß, das ist jetzt Overkill, aber mir war nur wichtig, dass ich es einmal gesehen habe, weil das sind teilweise auch dann Nuancen, am kalibrierten Monitor sieht man es und wir wissen jetzt nicht genau, wie gut sieht es im Stream aus. Ja, ne? Das stimmt. Auf jeden Fall. Mach's wieder auf. Ich mach's wieder. Den richtigen Wert, was da kommt. Also Pi mal Daumen, sowas dann ungefähr. Genau, und dann kann man eigentlich nach Lust und Laune, wie man sich das Projekt sozusagen im Kopf vorstellt, vorgehen. Ich mag es auch ganz gerne, vor allem hier im Nebel, dass auch in den hellen, also in den Lichtern selbst auch nochmal ein bisschen mehr Blau drin ist. Das schimmert dann auch ganz schön, sieht man vor allem hier bei diesem Clip, würde ich sagen. Also hier dieser Bereich, der leuchtet dann schon fast so ein bisschen türkis rein. Ja, mit magst du das auch nochmal zeigen? Ja, gerne. Also wenn man das runterregelt, ist es jetzt gelblich, grünlich. Und wenn ich das höher regle, dann wird es so ein bisschen bläulich, fast so elfenhaft, würde ich jetzt mal gerade so beschreiben. Ja, sehr gut. Genau. Und so gehe ich dann halt auch bei den unterschiedlichen Farbkanälen vor. Also eben Rot und Grün gibt es dann auch noch. Bei Grün mag ich es auch ganz gerne, dass ich es ein bisschen hochziehe, einfach auch, weil es so ein bisschen mystischeren Touch kriegt. Weil wenn ich es runterregle, dann wird es halt mehr so, jetzt zusammen mit dem Blau ins Pinke gehen. Mhm. Wie man hier sieht. Und das finde ich hier einfach nicht so treffend. Dann lieber ein bisschen mehr Grün rein. Genau. Und dann machst du es so, dass du zunächst also erst alle Clips aneinander reißt,
dann sozusagen die Helligkeiten anpasst, dass der ganze Clip eine durchgehend gleichbleibende Helligkeit hat und danach zum Schluss gehst du erst auf den Look drauf, jein. Oder? Jein. Also in der Theorie macht es so Sinn, auf jeden Fall, aber ich mache es eher so, dass ich die Farben grundsätzlich mal Clip für Clip anpasse. Also ich nehme mir einen Clip her, so wie diesen hier, gucke mir das an, welchen Look möchte ich überhaupt haben, stelle das mal alles ein und dann ist nämlich das Gute, dass ich mir das als Preset abspeichern kann. Mhm. Ich kann dann draufklicken mit einem Rechtsklick, Grab Still heißt das. Und dann taucht das hier links davon auf. Das heißt, ist dann alles abgespeichert. Dein Look und deine Farbeinstellung und Co. gespeichert und kannst dann sagen, ich möchte es auf was anderes übernehmen. Genau, beispielsweise auf den Clip und dann kann ich es einfach raufziehen. Genau, ich hätte noch eine wichtige Frage. Mhm. Weil natürlich würde man jetzt erwarten, so wie Stefan gesagt hat, man macht einmal das komplette fertig und danach guckt man im Look. Aber die unterschiedlichen Szenen, da gefallen einem ja vielleicht unterschiedliche Looks. Und so hast du ja die Chance, nochmal durchzugucken und zu sagen, ah, guck mal, den finde ich besser. Und dann kannst du nochmal abwägen, hin und her schalten. Und dann am Ende passt du es einmal an und gleichst es an, oder? Ja. Habe ich richtig verstanden? Ja, korrekt. Also ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man es dann am Ende dann trotzdem nochmal komplett durchguckt und dann abwägt, war ich vielleicht gerade in einer mystischeren Stimmung als da. Und dann ist man da vielleicht ein bisschen dunkler gegangen als da und dann muss man schon ein bisschen angleichen. Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass die Farbe in einem Clip total stark wirkt und dann nicht so auffällig ist. Genau, und dann nimmt man natürlich das, was... Am Ende also nochmal den Clip anschauen und nicht gleich abschicken. Das war immer ein Problem, glaube ich. Das kennst du nicht, du Arbeitsperson. Mikro wieder an. Da muss das immer sofort drauf. Genau. Ja. Mikro wieder anmachen, hier wieder drauf. Ja, genau. Cool. Das ist jetzt natürlich nur ganz grob angeschnitten, was ich so mache. Es gibt hier noch super viele Einstellmöglichkeiten. Wenn man Hauttöne anpassen will, gibt es hier noch super Möglichkeiten, aber ich glaube, das würde jetzt auch schon alles zu weit führen. Ich glaube, du hast schon echt einen wahnsinnig großen Umfang gehabt, was die kurze Videogeschichte anging. Ne? Haben wir denn noch irgendwelche Fragen? Weil der Martin kommt gerade ins Bild, genau richtig übrigens, perfektes Timing. Franzi hat gerade gesagt, jetzt will ich eigentlich nicht mehr erzählen. Nein, Quatsch, hast du nicht gesagt. Ich kann alles noch gut. Länger, aber... eine Frage habe ich nur noch, eine allgemeine, und zwar, sind Nullfilter zum Schutz des Objektivs bei Profis auch zu finden oder wird das Objektiv voll genutzt, bis man dann irgendwann ein neues kauft? Also Nullfilter gehe ich von... Protektor ist bei Sony. Gibt es sowas, Ich mache einen UV-Filter haben wir immer drauf, eigentlich zum Schutz. Klar, gibt es eine Glasscheibe, ne? Also, es gibt den klassischen UV-Filter, so heißt der bei allen anderen Herstellern. Sony hat einen Protektor-Filter. Richtig, den haben wir drauf. Das ist Klarglas. Genau. Nein, das ist vollkommen okay, du darfst dir gerade alles sagen. Ja. Ne? Also wir haben immer natürlich, also klar, die Linse ist das Wichtigste und wir haben immer einen Filter drauf. Ja. Weil klar, wenn die Linse vorne einen Schaden hat, ist das Objektiv kaputt. Und so viel Geld verdienen wir auch nicht, dass wir dann dauernd neue Objektive kaufen. Genau. Die wachsen ja nicht am Baum. Das ist dann eine ganz einfache Geschichte. Profi-Alltag heißt einfach auch ein bisschen ruppiger mit den Sachen umgehen, weil die halt ständig im Einsatz sind und dann spart man damit halt Geld. Ne? Na klar, ja. Und privat kann man immer entscheiden, ob man das zwingend braucht. Aber ganz ehrlich, die Frontlinse muss man immer schützen. Also macht einen Filter drauf, der kostet vielleicht 100 Euro oder 50, wenn er billig ist. Aber ich würde lieber den 100 nehmen, weil wenn das Objektiv teuer war, dann... Ich habe halt ein Ende sparen und habe das auch geschützt, weil es kann ja immer mal passieren, dass irgendwie ihr habt die Kamera umgehängt, lauft durch den Zoo und dann kommt der Affe vorbei, wirft einen Stein, da ist ein Kratzer drauf, wäre schade. Wer kennt es nicht jeden Dienstag, ne? Ja, genau. Ja. Gut, Frage beantwortet. Mehr sind erstmal nicht, bis auf diese Lampe, die Janina, die gestern da war, ist ja von der Autobahn gekommen, hat direkt eingeschaltet, die konnte es kaum erwarten. Und hat gefragt, welches Licht das da oben ist. Ich überlege jetzt, ob ich nochmal sage, Janina. Nina, nimm es mir bitte nicht übel, Nina. Sie kennt uns zwei ja inzwischen, also von daher wird sie uns das mit Sicherheit nicht übel nehmen. Schöne Grüße gehen übrigens nochmal raus. Ja, das ist eine Aperture, ein Dauerlicht, ein Filmlicht, LED. Und dazu das Licht, der harte Lichtkegel wird erzeugt durch einen Spot. Okay. Und da gibt es auch dann von der gleichen Firma dann auch diesen Spot-Aufsatz in verschiedenen Größen. Winkel, ne? Winkeln, genau. 19 Grad, 36 und noch einer dazwischen. Und wir wussten auch nicht genau, welchen wir jetzt hier brauchen für den Abstand und haben dann gleich alle drei ausgeliehen. Kann man auch sich mieten, solche Dinge. Der 36er war es jetzt, ne? Nee, das ist tatsächlich der kleinste Winkel. Ich hätte auch getippt, ist eher der kleinste, weil der ist relativ klein. Mhm. Also ich jetzt getippt, ich habe nicht geguckt. Irgendwas mit 600 hattest du vorhin gesagt. Die Lampe. Genau, Aperture 600. 600, okay. Mhm. Bicolor auch noch. Auch noch? Ja. Das Ganze gibt es auch nochmal als D. Sehr gut. Tageslicht. D für Daylight. Okay. Ne? Janina, ich hoffe, du hast zugeflüstert, welche Sachen genau aus dem Rent geholt wurden. Ja. Okay. Ich denke, das war es an Fragen.